Du hast Probleme mit Pickeln und Mitessern? Ich habe heute was für dich. Bleib unbedingt dran und schau dir das Video an. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wir sprechen heute über ein Produkt von Face Theory, nämlich das N10 Serum, das Port Bright Serum. Ich möchte aber als Videofrage erst einmal von dir wissen: Hast du bereits schon Erfahrungen mit Actives gemacht? Actives sind AHA, BHA, PHA, also Säuren oder Niacinamid oder mit Retinol. Deine Erfahrungen gerne unten in die Kommentare und vor allem, welche Produkte du angewandt hast und wie es dir mit diesen Actives gegangen ist. In solchen Videos ist es immer wichtig, dass wir halt eben Erfahrungen auch untereinander austauschen, damit eben meine Zuschauer auch sehen, ah, der hat die Erfahrungen gemacht, damit wir uns eben auch gegenseitig helfen. Actives sind immer so eine Sache. Actives können recht stark auf die Haut einwirken, gerade Säuren. Und wer Säuren anwendet, der muss eben auch Sonnenschutz auftragen. Also beachtet das hier auch schon mal. Und wichtig ist eben auch, wer Säuren und Actives aufträgt, der sollte eben seine Hautpflege, sprich wie er sich wäscht, das auch so milde wie möglich gestalten. Hier empfehle ich meistens wirklich so zu handeln, dass man etwas verwendet ohne Duftstoffe. Ich habe zum Thema Duftstoffe ein Video gemacht. Ich habe zum Thema Säuren ein Video gemacht. Das lege ich dir alles mal unters i. Der Algorithmus von YouTube hat sich entschieden, mich bei dem Thema Pickel mit Akne auszuspucken. Ist ja auch okay, weil ich den einen oder anderen Tipp eben in der Hinsicht schon gegeben habe. Auch dieses Produkt hier ist eben, was Pickel und Mitesser betrifft, ganz gut. Wenn du Akne hast, empfehle ich dir wirklich zum Hautarzt zu gehen. Ja, also da möchte ich mich schlicht und ergreifend nicht zu weit aus dem Fenster legen. Weil ich als Jugendliche hatte eben auch Akne. Ich bin auch zum Hautarzt gegangen. Das schadet wirklich nicht. Und da kannst du nochmal mit deinem Hautarzt über solche Produkte sprechen, ob die gut oder schlecht sind. Der wird dir dann schon sagen, AHA, BHA. Ich glaube, ich habe Säuren damals auch verschrieben bekommen. Der wird dir dann schon auch sagen, ob das gut oder schlecht ist. Jetzt reden wir aber über Pickel und Mitesser. Das ist Port Bright Serum. Das sagt es ja auch schon. Hier ist Niacinamid in 10% drin. Es ist BHA drin und es ist Azelaensäure drin. Die Azelaensäure, die ist dazu da, wenn du Pickelmale hast, also so Narben von so Pickeln, wenn du das so aufhellen möchtest. Ja, es ist richtig gut. Also, ich habe große Poren, ich habe ab und zu eben auch mal den einen oder anderen Pickel oder verstopfte Poren, unterlagerte Poren und ja, da habe ich schon auch so ein bisschen Narben im Gesicht, weil man es einfach auch nicht lassen kann, dran rumzuquetschen, gebe ich offen und ehrlich zu. Und da ist es wirklich nicht schlecht. Aber wendet es bitte nicht jeden Tag an. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich wieder mal dachte, ich könnte das regelmäßig auftragen und dafür ist es einfach nicht geeignet. Das steht auch schon auf der Homepage. Also wirklich mal bei Face Theory reingucken. Ich verlinke es dir mal unten, weil direkt auf den Produkten drauf steht nicht wirklich viel. Ne? Und ich glaube, im Karton steht noch ein kleiner Zettel, den man sich rausholen kann. Aber im Internet bekommt man dann die hundertprozentige Erklärung gerade, wie man mit solchen Actives umgeht, die eben hier enthalten sind. Wenn ich das zu häufig anwende, dann schuppt sich bei mir gerade in dem Bereich, der Bereich ist ja so ein bisschen trocken bei mir, also da habe ich immer die schlechtere Haut, wahrscheinlich weil ich auch eben diesen hier mache. Und da schuppt sich das ja. Und daran merkt man dann, oh, ich habe jetzt einmal zu oft das gemacht. Und wenn die Haut sich schuppt, das ist immer ein unwahrscheinlich schlechtes Zeichen. Dann hast du es schlicht und ergreifend übertrieben. Was sich daran halt echt irgendwie merkwürdig finde, bei anderen Produkten merke ich das immer schon im Voraus, wenn meine Haut schon so ein bisschen brennt im Voraus oder juckt im Voraus. Da merke ich es immer erst, wenn es zu spät ist. Ich kann generell nicht sagen, wie oft ich das anwende, aber ich würde wirklich dir raten, wenn du mit Säuren etc. noch keine Erfahrungen hast, dass du das halt wirklich langsam in deine Pflege einschleifst. Das ist wirklich wichtig. Nicht regelmäßig. Dieses Serum ist nicht dazu da, dass du es regelmäßig jeden Tag morgens und abends aufträgst. Das wäre viel zu viel und du würdest dir wirklich die Haut zu, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, verätzen durch die Säuren.
Ich habe so eine Erfahrung damals gemacht mit anderen Produkten, wo ich halt einfach keine Erfahrungen hatte. Habe alles aufs Gesicht getan, regelmäßig, und habe mich dann gewundert, warum ich halt wirklich extremst drauf reagiert habe. Dieses Serum hier ist durchsichtig. Wir haben hier wieder den typischen Verschluss, also den typischen Pipettenverschluss. Und man trägt einfach ein paar Tropfen auf und das wirkt halt wirklich richtig gut. Ich habe gerade hier wieder so eine Verhornung über der Augenbraue. Und wenn ich das halt, wie gesagt, hin und wieder auftrage, dann wird die halt wirklich weniger. Daran merkt man das. Und wenn man halt mit Säuren schon geübt ist, dann merkt man dieses Prickeln halt auch nicht mehr. Was bei mir ganz stark bei Niacinamid und BHA herauskommt, ist eben dieses, dass die Poren und dass die Haut nicht so nachfettert. Ne? Also ich habe halt nur mal große Poren. Und ich habe halt nun mal gerade so T-Zonen-mäßig ist meine Haut schon recht fertig. Stirn eben auch. Und wenn ich das hier regelmäßig anwende, also wirklich, dass man halt wirklich auch auf die Haut achtet und guckt, wie reagiert die Haut, dann merke ich richtig, dass ich halt morgens erstens nicht mehr diese fettige Haut habe, wenn ich aufwache, und dass die Pflege halt auch viel besser einziehen kann. Face Theory ist eine englische Marke. Das heißt, sie bestellt direkt in England, was aber bis dato noch nie Probleme verursacht hat. Wird es auch weiterhin nicht machen. Und du hast deine Produkte innerhalb von ein paar Tagen bei dir. Ich liebe die Produkte seit einiger Zeit und habe auch schon wirklich sehr viel vorgestellt und durchgetestet. Werde aber jetzt wieder eine Bestellung losschicken, weil die haben echt viel Neues im Sortiment, und bei mir ist es halt echt wichtig, dass ich eben Dinge auch aufbrauche. Das siehst du auch in meinen Aufbrauch-Videos, und nicht nur immer Produkte zu kaufen, weil sowas wird eben auch schlecht, wenn man es eben nicht anwendet. Du guckst einfach mal unter dem i, da findest du weitere Videos zum Thema Face Theory, und die lehnen sich auch unwahrscheinlich weit aus dem Fenster raus. Sie sagen nämlich, wenn das Produkt bei dir nicht wirkt oder du das Produkt nicht verträgst, dann bekommst du dein Geld innerhalb von 365 Tagen zurück. Ist mir jetzt noch nie passiert, dass ich irgendwie was nicht vertragen habe oder etwas nicht funktioniert hat. Und daher habe ich das auch noch nie genutzt. Aber wenn eine Marke sowas schon anbietet, dann kann man davon ausgehen, dass die Produkte auch wirklich funktionieren. Das ist jetzt vom Preislichen her nicht was, was unwahrscheinlich günstig ist, aber es lohnt sich. Da das relativ gut kombiniert ist und die Produkte eben auch hoch konzentriert sind, braucht man da auch nicht unwahrscheinlich viel. Also grob habe ich jetzt halbjährlich bestellt und habe die Produkte auch grob in einem halben Jahr immer leer gehabt, und für mich lohnt sich das unwahrscheinlich. Weil das sind halt immer noch ein paar Sachen, die man so in der Drogerie nicht findet. Und das ist halt echt nochmal ein Punkt, den man beachten muss. Und wenn man sich mal wirklich was für seine Haut gönnen möchte, bestellt man bei Face Theory. Die Sachen sind nämlich tierversuchsfrei, sie sind vegan. Und man kann sich auswählen, ob man unparfümierte Produkte haben möchte oder eben leicht beduftete. Also selbst da sind es noch mild parfümiert. Es gibt ein Produkt, was eben nicht mild parfümiert ist, aber ansonsten sind alle Produkte mild parfümiert, wenn man den Duft haben möchte. Ich wähle meistens immer die Variante unparfümiert, und Serum generell, das macht einfach keinen Sinn. Da gehört kein Duft rein. Ne? Also bei den Face Theory Sachen ist es meistens so, durch das, dass eben mit Fermenten Produkten gearbeitet wird, also Milchsäure etc., dass das Produkt an sich leicht säuerlich riecht. Das kommt einfach daher, weil die Duftstoffe fehlen, und das ist vollkommen normal. Also da darfst du dir keine Gedanken machen. Kennst du Face Theory? Wir treffen uns unten in den Kommentaren. Würde mich unwahrscheinlich interessieren, ob du schon Erfahrungen mit der Marke gemacht hast. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.